Kissen, Rapssamenkissen. Sind gut, die Dinger. Cool. Ah, hier gibt es Forelle und Aalräucherei. Ah. Mal interessant. Wow. Bestimmt auch lecker hier. Sieht gut aus. Was gibt es denn hier für gute Sachen? Ah, Stofftiere. Cool. Die sehen aber klasse aus. Toll. Kuscheltiere für die... Was? Kuscheltiere für die Mikrowelle? Wie verstehe ich denn das? Also hier in Essen ist alles recht gut in der City verteilt. In den Weihnachtsmärkten und ja, so ist man eben komplett durch die Stadt unterwegs und man bekommt hier wirklich sehr viel geboten. Ne? Also ich sehe schon, hier gibt es auch zu essen, zu trinken. Da hinten steht ein Kinderkarussell. Schauen wir uns das Ganze mal an, weil dort gelangen wir nämlich gleich zu dem Stand, den ich euch schon mal im Aufbau gezeigt hatte. Jo, schauen wir mal hier. So, und dann sind wir hier schon am Kennedyplatz angekommen. Und dann wollen wir mal schauen, wie ist das Ganze hier so präsentiert. Wir waren aber ganz schön schnell. Wir wurden schon. Schönes altes Kinderkarussell. Das sieht ja mal toll aus hier. Leute, Leute, schaut euch mal das hier an hier. Das sieht ja fantastisch aus, das alte Teil hier. Klasse. Hier gutes Apfelglühwein, heißen Kakao, Bratapfel, ja, hier gibt es auch alles. Toll. Ja, und hier gibt es Bratwurst, Krakauer, Schaschlik, Steaks, die Gourmet-Hütte hier. Toll. Das Ganze sieht fantastisch aus. Hatte ich euch, glaube ich, auch schon im Aufbauvideo vorgestellt und vielleicht werden wir da gleich mal was probieren. Ja, und hier geht es natürlich die Popcorn-Bar. Hey, was für ein langes Teil hier. 10 Euro für das lange Teil hier. Wow. Wie krass ist das denn hier, bitteschön. Sieht ja schon schön aus hier, das Ganze. Toll. Schauen wir mal hier, was hier sonst noch so alles für schöne Sachen hier gibt. Ah, Filterkaffee, Glühgin gibt es ja auch. Feuerzangenbowle, Hot Aperol, Filterkaffee, heiße Schokolade. Ist ja ein schöner Stand hier. Schauen wir uns mal näher an hier, was hier Gutes gibt. Feuerzangenbowle, lecker. Xmas Lounge und Kaffee gelandet. Schon hier oben gelandet. Unser Blick über den Kennedyplatz. Ah, das sieht doch mal fantastisch aus hier, ne? Toll.
Toll, die Aussicht hier drüber, ne? Gibt's lecker Liköre? Oh, Johannisbeere auf Gin. Das sieht gut aus. Sehr tolle Art, Bonsai-Pflanzen. Oh, toll. Ich liebe das. Aber wenn er nicht immer hier so flackern würde. Das sieht auch schön aus hier, ne? Absolut faszinierend. Das ist ja mal toll hier, Leute. Das sieht wirklich klasse aus hier. Ja, wer kennt denn den Elch hier? Den gab es doch auch auf der Hanakümmers. Ja, wie ihr seht, hier ist richtig viel los jetzt hier zum Sonntagabend und ja. Ja, hier gibt es lecker Süßwaren. Das ist ja richtig, das ist meine Abteilung hier. Meine Lieblingsabteilung. Könnt ihr ja schon von der Kirmes, wenn ich unterwegs bin. Wow.
Wow. Hier gibt es ja wieder gute Sachen hier, wie ich das sehe, Leute. Wisst ihr ja schon hier, ne? Das ist so die richtige Abteilung wieder für mich hier. Oh, Waffeln gibt es ja auch. Alles leckere Sachen hier. Toll. Ah. Bratwurst, Krakauer, Schaschlik, Steaks. Prima. Ja, das sieht mal schön aus hier, Leute, ne? Ja, wie ihr seht, Leute, hier ist richtig gut Betrieb hier. Ich denke, das kommt hier wirklich sehr gut an. Boah, Leute, schaut euch mal sowas hier an hier. Toll. So, und jetzt gehen wir hier zu einem Highlight, einem absoluten Highlight hier auf dem Essener Weihnachtsmarkt. Das ist dieses beleuchtete Riesenrad. Ich hatte das neulich schon mal drin, aber da war es Nachmittag. Und jetzt sind wir abends hier und ja. Das ist doch mal der Hammer hier, ne? Schaut euch das mal an. Wow. Irre, ne? Wow! Aber wo waren wir? Das sieht mal klasse aus hier, Leute. Das große Wilhelm Riesenrad. Toll. Fantastisch. So, und dann haben wir auch hier den beleuchteten. Ah, fantastisch hier, ne? Irre. Fantastisch aus. Faszinierend, ne? Schreibt mir in die Kommentare, wie euch sowas gefällt hier.
Ja, es macht auch abends eine gute Figur hier, das Rad hier, toll, ne? Schaut euch mal das an hier. Toll. Das Ganze mal von der Rückseite mal betrachtet. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus hier, ne? Würde ich sagen.